So, hallo. Hallo. Endlich ist es soweit. Es folgt die viel versprochene und erwartete Roomtour unseres Rapido 8066 DF. Ultimate Line. Ja, willkommen im Außenbereich. Das hier ist die Front unseres Rapido. Ich habe mir mal meinen Spickzettel hier mit bei, damit ich auch auf Zentimeter genau das alles rüberbringen kann. Das Fahrzeug hat also eine Breite von 2,35 Meter und Obacht, ganz wichtig, mit Außenspiegel 2,76 Meter. Sollte man wissen, wenn man irgendwo einen Engpass durchfahren möchte. Wir haben hier vorne drei Scheibenwischer. Erfahrungen haben gezeigt, die braucht man auch bei dieser Riesenscheibe. Vielleicht geht es auch mit kleinen, aber das hat Rapido eigentlich ganz gut gelöst. Zu dieser angenehmen Front, die wir hier sehen, haben wir LED-Scheinwerfer und Fernscheinwerfer. Hier unten haben wir noch Nebellichter, die gleichzeitig auch als Kurvenlichter fungieren. Und im Grunde genommen ist das eigentlich alles, was zur Front zu sagen ist. Hier oben haben wir ein ganz tolles Rapido-Zeichen mit diesen drei Mannequin, die hier mit drin sind, und falls die Fragen mal aufkommen sollten, das hier sind die drei Generationen der Rapido-Familie. Die sollen das Ganze abbilden. Kamera läuft. Kommen wir an die Seite. Nicht so ganz selbstverständlich für Vollintegrierte ist die Fahrertür. Breit genug zum Ein- und Aussteigen, ist gut isoliert, macht während der Fahrt keine Fahrgeräusche, hat eine Doppelschließe und einmal elektrische Fensterheber. Ah, weil wir gerade die Tür offen hatten. Hier ist auch der Einfüllstutzen für das AdBlue. Ja. Und hier kommt Diesel. Hier kommt das Diesel rein, genau. Der Treibstoff, damit es schön in Urlaub gehen kann. So, hier unten haben wir im Doppelboden eingelassen. Das Fahrzeug hat nämlich einen schönen großen Doppelboden. Haben wir die Serviceklappe für den Strombereich. Hier mit FI-Schalter und einem Prüfungsstecker und schon davor Verkabelung für eventuell Solarpanelen, die man sich da oben aufs Dach draufbauen lassen darf, kann. So, nächste Serviceklappe ist hier an der Seite für die alte Heizung. Hier kann der Servicetechniker sämtliche Prüfungen absolvieren und sollte mal was sein, ist die Fehlersuche ist dann hervorragend, ja, vereinfacht. So, hier haben wir den Außenanschluss für den Strom. Hier ist der Kamin für die alte Heizung. Man hört diesen Kamin eigentlich nur, wenn es über Gas läuft, weil die alte Heizung läuft einmal über Strom und einmal über Gas. Das kann man sich aussuchen, je nachdem, wie die Versorgungslage auf dem Platz ist. Hier nebenan haben wir gleich den Toilettenschacht. Mit einer Tedford-Kassette, ca. 19 bis 20 Liter passen da rein. Hier oben ist ein Anschluss für den Sog. Und ansonsten ist hier alles eigentlich schön abgedichtet, damit, falls mal was daneben läuft, das nicht gleich im Doppelboden landet. Hier unten haben wir jetzt den richtigen, echten Doppelboden mit einer Durchreiche auf die andere Seite. Also hier kann man schon mal längere Sachen mit einschieben. Das sind also Zeltstangen oder hier fürs Vorzelt oder Markise und, was man so alles hat. Und die Skifahrer meinetwegen auch ihre Ski. Dieser Doppelboden ist auch beheizt. Das heißt also, der hat eigentlich im Grunde genommen hat er zwei Funktionen, weil er auch den Fußboden dann oben mitheizt, der nochmal eine extra Fußbodenheizung integriert hat. Ja, kommen wir mal zu den Fenstern, weil wir gerade mal hier sind. Hier oben sieht man einen Kamin. Der Kamin ist für den Abzug in der Küche. Und hier haben wir schöne Einbaufenster. Windgeräuscharm, liegen schön an. Was hast du zu sagen? Einbaufenster? Heißt das nicht Rahmenfenster? Rahmenfenster, ja. Einbaufenster, ja. Rahmenfenster, so viel Text, ja. Passend sind auch schön getönt, das heißt also, man kann nicht unbedingt sofort ins Fahrzeug hineinsehen, was eigentlich auch nicht gerade von Nachteil ist. Ja, und aber die Alarmanlage, da sieht man den hervorragende Designbeklebung. Genau. So, hinter unseren schönen 18 Zöllern haben wir hier den Einfüllstutzen für das Brauchwasser.
Und jetzt kommen wir einmal zur Heckgarage. So, was das Fahrzeug von Anfang an hat, ist die Heckgarage mit zwei Türen. Hier haben wir noch einige Teile hier mit drin gelassen. Aber gibt's ansonsten hier auch Licht, Herr Spohr? Ja, selbstverständlich gibt es ein Licht. Lassen Sie mich mal auf die andere Seite gehen. Und dann sind wir schon. Hallöchen. So, hier haben wir einmal das Licht mit LED-Beleuchtung. Ja, ja, was ist groß zu sagen zu der Garage? Die ist also beheizt mit einer Alterheizung, was eine angenehme trockene Wärme gibt. Hier haben wir eine Serviceklappe. Und zwar kommen wir hier an die Tanks, an die Brauchwassertanks mit ran. Sind etwas unglücklich verbaut, kann man verbessern, aber ansonsten funktioniert das alles hervorragend. Inwiefern unglücklich verbaut? Unglücklich verbaut, wenn man die Tanks leeren möchte, muss man die komplette Klappe hier aufmachen. Mhm. Und wenn man hier geladen hat, kann irgendetwas ist immer im Wege. Mhm. Und der Öffner bzw. die Rändelschraube hier oben zum Drehen braucht man also etwas schlanke Hände. Man kriegt das auf, ist etwas unglücklich gemacht, aber es funktioniert. Für die Wartung und für die Reinigung. Genau, genau. So, ja. Hier drüben haben wir dann noch eine Steckdose, eine 220 Volt Steckdose. Und ich denke mal, auch auf Wunsch hätte man noch mehr haben können, aber da haben wir in dem Moment gar nicht dran gedacht. Gut. So, die Maße habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. Die hätte ich jetzt nicht im Kopf gehabt. Das von der Garage. Und zwar sind also beide Türen sind gleich groß. Die haben eine Höhe von 1,12 Meter und eine Breite von 98 Zentimeter. Ja, man würde da noch E-Bikes reinbekommen, vielleicht auch noch einen Roller. Also eine Tragkraft von 250 Kilo ist hier halt, ich muss mich korrigieren, hier steht sogar eine Tragkraft von 300 Kilo. Also zu dem Roller könnte man noch zwei Kästen Bier dazustellen, dann wäre das dann hervorragend, ist das abgesichert. Ja, von der Seite hier, wenn man hier so mal rüberschaut, haben wir hier noch eine Außendusche. Ich komme mal rum, kleinen Moment. Genau, eine Außendusche installiert für kaltes und warmes Wasser. Und hier hat man, bekommt man noch einen kleinen Anschlusslauch dazu und dann kann man sich dann schön abduschen oder die Hundebesitzer dann ihre Lieblinge dann von dem Sand befreien. Hier oben haben wir so einen kleinen Außengimmick. Da haut man sich öfters mal den Kopf an. Auch nach einem Jahr passiert das noch. Aber irgendwann kriegen wir das mal gebacken. So, kommen wir da zu dem schönen Heck. Hier hinten dran haben wir, also fangen wir oben an, haben wir einen schönen Rapidezug. Hier oben ist eine Kamera verbaut, eine Rückfahrkamera, die ungefähr bis zu knapp 15, 20 Metern hinten rausstrahlt. Also man kann sie nicht so als Rückfahr- oder als Rückspiegel verwenden. Ist aber durch den großen Monitor vorne herrlich alles zu sehen. Ja, die Rücklichter, die sehen hier etwas klein aus, aber dadurch, dass die alle mit LED sind, Blinker und Rücklicht und Bremslicht, sind sie doch relativ hell. Rückfahrscheinwerfer hat er hier hinten noch mit dran und eine Nebelschussleuchte. Ja, was sich eigentlich ganz gut so ins Optische einfügt, nicht unbedingt die Anhängerkupplung, aber hier hinten, die silberne Leiste, also er macht schon was her von hinten. Wie sagt man, ja, hat schon so einen kleinen Liner-Charakter. Ja. Gut, hier hinten haben wir die Kurbel für die Markise. Das ist eine Thule Omnistore mit 4,50 Meter Länge. Ja, hier haben wir, die Kenner werden es gleich gesehen haben, die B- und Entlüftung für den 156 Liter Absorberkühlschrank und das hier ist die andere Seite für die Durchreiche. Ja. Ja, die Aufbaustufe bzw. eine Trittstufe, die automatisch ausfährt, wenn P eingelegt ist. Hier haben wir eine Tür, die eine offene Breite hier von Rahmen zu Rahmen von ca. 50 cm hat. Das ist etwas schmal, aber es funktioniert. sie hat eine Doppelschließe hier drin, ist mit an die Zentralverriegelung angeschlossen. Schön Sichtschutz. Ja, und hier an der Seite kommt nochmal ein Fliegengitter mit zum Vorschein, was wir eigentlich relativ selten nutzen.
Na, wir haben ja diesen Vorhang. Ne? Hier haben wir noch ein Staufach für so Kleinteile. Ja, alles, also irgendwas findet man immer, was man da reinlegen kann. Das hat allerdings keine Verbindung rüber auf die andere Seite, sondern das ist also nur hier auf der Seite zugänglich. Und hier vorne haben wir unsere Gasflaschen. Und mit dem Crash-Sensor hier oben verbaut, das war auch alles serienmäßig gewesen. Mhm. Ja, und ansonsten, das war es eigentlich so zum Großteil von außen. Hier vorne haben wir ein schönes, großes Schiebefenster. Die Außenspiegel, da konnten die Totwinkelspiegel, die könnten etwas größer sein, aber da gewöhnt man sich dran. Was sie ganz gut können, sie reflektieren nicht in der Scheibe, sodass man sich irgendwann so einen Reflektionsschutz oder sowas mit ankleben muss. Ja, ja, das war es eigentlich zum Großteil von außen. Ja. So ein bisschen beim Rumschwenken habt ihr bestimmt schon unsere 18 Zöller gesehen, die wir uns gegönnt haben. Da gibt es also noch ein Video, das kann ich dann mal mit verlinken. Das war also mit einer klugen Entscheidung. Macht den Fahrkomfort um einiges besser. Ja, dann gehen wir mal nach innen und übergeben die Kamera. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir im Rapido drin. Wir fangen hinten mit dem Bett an, zwei Einzelbetten. Maße 85 cm mal 2,5 m auf beiden Seiten. Wir haben Hängeschränke. Alle die gleiche Größe. Auch hier schön mit den Dämpfern und wieder super zuzumachen. Wir haben hier Leselampen mit USB-Anschluss, Gardinen. Wir können hier die Verdunklung machen mit dem Fliegengitter oder eben komplett schließen. Hier oben ist eine schöne Ablage, die auf dieser Seite fehlt. Das haben wir uns schon so ein bisschen gefragt, warum hier nicht auch noch eine Ablage eingebaut wurde. Aber okay, müssen wir mal gucken. Wir haben uns als Behelf so eine kleine Filztasche besorgt. Da kann dann Brille rein, Fernbedienung und so weiter. Alles, was man so im Bett braucht. Was man braucht, genau. genau, den zweiten Fernseher haben wir hier installiert. Wir können ja den Schlafbereich noch trennen. Und wenn du mal rüberschwenkst, hier oben haben wir noch die Flüssigkeitsbehälter. Genau. Und ein Servicefach gleichzeitig, wenn genau hier noch eine Satellitenanlage mit rankommen sollte. Ja. Und für die Anschlüsse. Mhm. Ja. So, die Liegefläche des Bettes ist erweiterbar. Warte mal, jetzt tauschen wir mal kurz den Platz. Ja, jetzt habe ich gerade die Liegefläche erweitert. Dazu muss man hier ein Brettchen einlegen, die zweite kleine Matratze drauflegen und, um jetzt drauf zu kommen, muss man eine Leiter einhängen. Das macht man hier in das Brettchen. Dachhegi mit Verdunkelung und Fliegengitter und Dachbeleuchtung, auch eine Interimsbeleuchtung haben wir hier. Das müssen wir euch nachher nochmal zeigen. Wir können hier, Andi hatte schon die rechte Seite lose gemacht, hier zumachen, so, um hier ungestört zu sein oder eben auch das Raumbad komplett auf einer Seite zuzumachen. Hier möchte ich euch die Dusche zeigen. Die ist also riesengroß. Wir haben zwar hier einen kleinen Teil vom Radkasten, aber das ist wirklich überhaupt nicht merklich. Man kann hier wirklich wunderbar stehen und sich duschen. Hier ist so ein Handtuchhalter, den man wieder dann so verschließen kann. Die Sicherheits für die Fahrt, damit die Tür nicht auf die Sicherheitsbefestigung mache ich jetzt hier mal lose, um die Duschkabine, die Wand, die wird hier so rangezogen und ja, schließt dann soweit. Und hält auch dicht und auch bei mir. Mit etwas fülligeren Maßen kommt überall Wasser hin, wohin soll. Also es reicht völlig aus. Unbedingt. Sehr gut. Genau. Ja, dann mache ich hier schon mal als erstes die Zwischentür zu zur Toilette und wir zeigen euch gleich die Toilette. Okay. So, wie ihr seht, ist hier die Toilette.
mit einem schönen Aufstellbecken, Waschbecken. Der Hahn ist richtig massiv, das heißt, es ist kein Plastik. Wir haben hier einen Alibert-Schrank sozusagen mit großen Stauflächen. Den klappt man so auf und schiebt ihn dann zur Seite, um hier eben Sachen zu befestigen für die Fahrt. Und ja, hat man auf der anderen Seite auch noch. Dann sind drin zwei Zahnbecherhalter mit zwei Zahnbechern aus Glas. Hier der alte Heizkörper. Heizkörper, genau. Und unter dem Waschbecken hat man auch noch einen Schrank, der übrigens auch beleuchtet ist und viel Platz für Stauraum bietet. Hier ist der Toilettenhalter, den müssen wir noch gerade machen. Und ja, Tretwort-Toilette mit Spülung. Genau, zwei Kleiderhaken haben wir da dran gemacht. Beleuchtung. Auch hier kann man verdunkeln. Und genau, hat man dann noch das Licht. Kann man vielleicht jetzt ein bisschen besser sehen. Wir haben uns hier an die Tür auch zwei Haken installiert, weil wir das ein bisschen wenig fanden. Hier kann man auch noch ein Duschhandtuch ranhängen oder ein kleineres Handtuch, Bademantel und so weiter und so fort. Ja, und wenn man jetzt hier, wie gesagt, die Türen ausschließt, hat man ein wunderschönes großes Raumbad. Im Boden eingelassen ist hier eine Klappe. Hier kommen wir zur Wasserpumpe und zum Frostwächter. Das ist eine Wasserdruckpumpe. Ach, genau. Dankeschön. Ja, alles gut. Genau. Ja, die Heizausströmer. Also ist richtig viel Platz und ja, viel Stauraummöglichkeit. Was haben wir denn da hinter dir noch? Dieser weiße Knopf? Ach so, ja, das ist der Regler für die Alderheizung. Wir haben hier am Bett an den Seiten haben wir hier diese Luftausströmer. Das heißt, je höher ich hier reguliere, so kann ich die Räume sozusagen getrennt heizen und kann im Schlafbereich sagen, ich möchte es ein bisschen wärmer haben, ein bisschen kuscheliger, dann drehe ich das hier hoch, den Regler. Und dann wird die, genau, dann kommt die heiße Luft, die warme Luft eben an den Seiten raus und heizt hier, genau, und heizt hier praktisch den Schlafbereich. Ja, dann kommen wir mal zur Küche. Okay, dann sind wir jetzt am Küchenblock, den ich finde, der sehr schön kompakt ist und auch eine gute Arbeitsfläche bietet. Wir haben hier hinten auch noch für Gewürze sozusagen Ablagemöglichkeit, hier oben genauso, wieder mit dem schönen Rapido-Emblem. Hier sind Schalter für die für den Schlafbereich und die Dusche. Sieht man jetzt natürlich. Ja, doch, warte mal, ich kann es dunkel machen, dann sieht man mal, wie schön die Dusche auch beleuchtet ist. Genau, jetzt sind wir wieder in der Küche. Aber wie gesagt, das kann man von hier aus alles so regeln. Genau, 230 Volt Steckdose. 12 Volt. 12 Volt, genau. Und Lichtschalter für die Innenbeleuchtung, die jetzt so ein bisschen schlecht zu sehen ist und man kann, wenn man länger drauf will, kann man auch dimmen, heller und dunkler. Das haben wir auch vergessen. Über dem linken Bett, also von hier aus gesehen, über dem linken Bett ist auch noch eine 12-Volt-Steckdose. Ja, für die Schlafgeräte, für die Leute, die die Schlafgeräte nutzen, kann man die ganz gut verwenden dazu. Mhm. Ja, ist jetzt noch eingefallen dazu. Ja, richtig. Genau. Ja, Fenster. Anni hat davon draußen schon gezeigt, den Kamin, den Luftausströmer. Hier ist auch nochmal die Abzugshaube beim Kochen, wenn man kocht. Und wir haben zwei schöne, bitte? Aus. Ja, schöne Platten. Jetzt auch nochmal Licht. Kann man auch nochmal schön beim Kochen hier sich schön Licht machen. Zwei völlig ausreichend aus meiner Sicht und das Schöne ist auch, dass es so ein tolles Material ist, es läuft auch nicht an. Beim Pepper hatten wir hier alles angelaufen, schwarz nach dem ersten Kochen. Das passiert ja nicht, das ist wirklich schöne Qualität. Ja, auch wieder ein Wasserhahn, der auch richtig massiv ist und ja, ein schönes Waschbecken mit viel Platz zum Arbeiten. Wir haben zum Abwaschen, wir haben hier einen Besteckkasten. Unter dem Besteckkasten, also mit Softgloss, haben wir noch die Möglichkeit, tief zu abzulegen und haben hier noch eine Arbeitsplatte, die wir
hier einhängen können und als Ablage oder Arbeitsplatte nutzen können. Hier steht drauf, bis maximal 5 Kilo kann die tragen. So, bloß dann haben wir hier unten noch eine Möglichkeit, noch ein Schubfach. Und hier hinten sind die Absperrhähne. Genau, für. Genau, für Gas. Genau. So, dann gehe ich mal gleich hier weiter. Hier einmal ein Küchenhalter, Küchenrollenhalter, auch nochmal mit einer Schublade zum Sachen verstauen und hier unten eben auch. Und wenn du die Klappe mal öffnest, dann kannst du mal zeigen, was da unter der Klappe ist. Nix. Nix, da sehen Sie nix. Da, wie Sie sehen Sie hier nix. Da kann man aber also auch was hier hinten noch entlang läuft und wenn man die oberen Klappen mit öffnet, kommt man an die Serviceklappen, die eigentlich von außen zugänglich sind, falls da irgendeine Leitung oder sonst was zu überprüfen oder zu erneuern ist. Jo, und dann müssen wir das nur noch wieder richtig hinkriegen und dann läuft das Ganze. A few moments later. Ja, und das Schöne ist, dass man also jetzt hier hinten an dem Schalter die Zentralverriegelung betätigen kann, bevor man losfährt, schließt man die ganze Sache und es bleibt alles geschlossen. Es ist nichts mehr, kann jetzt auch, wenn man in die Kurven, wenn wir um die Kurven fahren oder so, kann nichts aufgehen. Wenn man diesen Schalter betätigt. Ja, ja. Oberschränke, schön mit einer viel Stauraum, zwei Fächer. Kleine Lippe ist da oben drin. Genau. Und hier der Auslass für den Genau, für Abzug. Die Abzugshaube. Auch alles schön Hochglanz und es ist so wohnlich und wie man sieht, auch die Qualität, alles mit diesen Dämpfern. Hier haben wir den Einlegeboden rausgenommen, weil wir hier unsere Gläser, wenn wir stehen, unsere Gläser reinpacken. Das sind eben ja, hohe Gläser und deshalb passt der Einlegeboden da nicht. Genau, diese Beleuchtung. Beleuchtung. Und ja, hier haben wir auch wieder eine kleine Beleuchtung, auch mit USB. Gardinen noch ein Fenster. Hier oben haben wir uns die Klimaanlage, die Dometic, wie heißt die? DeskJet 2200. Genau. Auch mit Licht. Das haben wir auch schon mal genutzt. Da haben wir nämlich soweit alles ausgehabt und haben hier. Ich habe einen Strom rausgezogen. So. Ja, das ist es. Ja, wir haben keinen Wechselrichter hier mit drin. Also es funktioniert alles. Das auch nicht das, machen, was ja, genau. Da oben ist alles nur mit Strom. Ja. Genau. Ja, so viel zur Küche. Jetzt kommen wir hier auf die Seite zum Kühlschrank. Das ist ein Thetford-Kühlschrank mit großem TK, also Tiefkühlfach. Und 100, ich glaube, insgesamt 145 Liter, müssen wir noch mal gucken. Also alles zusammen 156 Liter. Schön unten auch fürs Gemüse und ja, ist also wirklich ausreichend. Und oben ist ein AES, also der sucht sich immer den besten Versorger genau, aus. Genau, genau. Und man war noch wunderbar für die Basics. Die Staumöglichkeiten, genau, da haben wir uns hier noch so ein Licht eingebaut. Ach, weißt du, was mir einfällt? Wir haben ja gar nicht unterm Bett die Schränke gezeigt. Ja, weil ich gerade das Licht sehe, müssen wir nochmal zurück, genau, kurz ins Schlafzimmer. Also ist völlig ausreichend und viel, viel Platz. Nicht wundern, dass jetzt gar nichts drin ist. Wir haben den jetzt komplett leer gemacht. Wir haben die Gunst der Stunde genutzt, weil er jetzt zur Dichtigkeitsprüfung geht. Sind die Schränke leer, können die richtig schön messen und wir bauen dann wieder neu ein und gucken, ob wir da noch ein bisschen besser den Platz nutzen können. Gehen wir nochmal zurück ins Schlafzimmer kurz und da zeigen wir euch, die Matratzen sind ja auf beiden Seiten. Hier ist das Lattenrost. Kann man das hochmachen, kann von oben in die Schränke rein. Und wir haben auch von vorne diese große Tür. Hat man also auch genug Kleiderschrank, Kleiderstange und noch Staumöglichkeiten ohne Ende. Also ist völlig ausreichend. So, das gleiche auf der anderen Seite. Ein bisschen anders jetzt von der Tür her, aber auch noch Platz zum Verstauen. Ja, die Elektrik bin wieder ich zuständig. Ich mache hier mal ein bisschen Finster, damit das Licht hier nicht so gegenblendet. Hier haben wir einen 32 Zoll Fernseher, den man hier ausfahren kann und kann dann bequem seinen Fernseher schauen. Ja, hier haben wir noch eine
Wie heißt die schon wieder? Soundbar. Nein, eine Soundbar, meine Herren. Eine Soundbar installiert, weil diese Lautsprecher, die da drin verbaut sind, also ja, unter aller Kanone sind. Und die Soundbar, das war eine der günstigsten, die reicht also voll auf für diesen kleinen Bereich. So, und das hier hinten ist die Halterung. Ja, man kann auch kleinere Fernseher mit hinmachen, aber wir haben gedacht, naja, wenn schon, dann denn schon. Ja. So, muss alles hörbar einrasten und dann klappt das schon. Hier oben haben wir dann die Technik verbaut. Hier haben wir einmal eine kleine Anzeige für unsere Tanks. Das ist die Mupika für die Gastanks, damit wir wissen, ist noch genügend drin oder auch nicht. Hier haben wir die Steuerung für die alte Heizung. Da können wir also viele Sachen können wir hier nochmal einstellen, ob wir jetzt auf Strom oder auf Gas heizen. Ob die Dusche dann etwas heißer werden soll als normal. Sonst hat die ja die normale Temperatur von 70 Grad. Hier haben wir eine Motorvorwärmung für den Wärmetauscher und hier können wir nochmal die Fußbodenheizung extra einschalten. Und dazu hat er nochmal ein Frostex für die, so ab 4 Grad plus für die Gasflaschen, damit die uns nicht einfrieren. Ja, einfach ausgeschalten ist das wieder weg. Das hier ist serienmäßig, dieser CBI-Schalter. Hier können wir uns die Spannung ansehen, die die Batterien bringen. Einmal die Fahrzeugspannung, einmal die Aufbauspannung. Wir haben jetzt schon ein bisschen wieder Strom gesaugt, dann sieht man das Ganze. Hier drüben sieht man dann den Füllstandsbehälter für Abwasser und für das Brauchwasser. Zeigt immer etwas an, weil da hinten ein Kondensat drin ist, ist sogar ausgegangen. Passt schon wieder. Ja, jetzt blinkt er und sagt, Mensch, ich brauche Wasser. Hier wird die Pumpe mit eingeschalten. Hier schaltet man das Außenlicht mit ein. Und hier kann man nochmal dieses ganze Teil hier mit dimmen, damit es nachts nicht so hell ist. Hier oben haben wir noch ein Thermostat mit drin. Hier im Logo-Design der drei Generationen von Rapido haben wir noch einen Kleiderhalter. Der jetzt mit dem Fernseher natürlich nicht so günstig ist. Das haben wir uns hier selber installiert. Das ist einmal für den Kühlschrank und einmal für die Kühlung und die Innentemperatur. Ja, und hier nebenan nochmal zwei Kleiderhaken damit. Die und die Haken haben wir ja für unseren Stoffvorhang. Oder? Genau, da haben wir so einen Fadenvorhang, ist damit vor, einmal als Sichtschutz. Und dann kann es nicht passieren, dass man dann da mit in die... wie heißt dieses Netz hier in dieses Fliegennetz? Okay, wir haben ja noch im Wohnzimmerbereich oder im Wohnbereich einen Oberschrank, auch wieder schön hier mit den Dämpfern, mit Einlage, gut viel Stauraum, auch auf der Fahrerseite, über dem Fahrersitz nochmal Staumöglichkeiten für Ablage, auch wie man das kennt bei den Vollintegrierten mit einer Klappe. Auch zum Ablegen. Ja, ansonsten wunderschöne Polsterung, wie ich finde. Die Farbe gefällt uns gut. Hier ist auch nochmal das Rapido-Logo drin. Die Sitze sind geteilt. Oder Face-to-Face ist geteilt, weil wir diese, den dritten und vierten Sitzplatz umbauen können. Denn das sind jetzt zwar Armlehnen, aber nachher sind es gleichzeitig Kopfstützen. Genau. Ja, und dann sieht man ja auch hier hinter versteckt die Anschnallgurte. Genau, die Enkelkinder sind schon mitgefahren, haben sehr bequem gesessen. Ja, ja gedreht, ansonsten der Tisch. Gedreht, genau. Genau. Ja, Face-to-Face hatten wir schon gesagt. Ich habe jetzt den Tisch mal aufgeklappt. Ihr seht, wie großzügig der ist. Also hier kann man wirklich auftischen, essen gut, auch zu viert. Und kann auch schöne Spieleabende hier dran machen. Also es ist wirklich sehr, sehr großzügig. Ja. Ist schnell wieder zusammengelegt. Genau. So, wir haben hier ein Hubbett, was manuell zu bedienen ist. Hier wird gelöst. Hier ist dieses Schloss, diese Verriegelung wird gelöst und wird dann runtergezogen. Ich werde dazu noch mal kurz die Sitze umklappen. Also bis gleich. Ja. So, die Sitze habe ich jetzt eingeklappt sozusagen. Da gibt es an der Sitzfläche so, dass man die Seilzüge lösen kann und dann kann man das ganz leicht, geht die Lehne zurück. Hier lösen, die Arretierung und runterziehen.
So, die Maße. Schönes Hubbett. Dann gibt es ja noch so einen Vorhang, den man lösen kann. Das Hubbett ist 1,40 Meter x 1,91 Meter Liegefläche und hat eine Tragkraft von 200 Kilogramm. Es gibt hier oben noch ein schönes Heki, auch wieder mit Verdunkelung und Fliegengitter. Dort vorne haben wir unseren Netgear verstaut. Da kann Andi noch was zu sagen, unseren Router sozusagen. Das ist unser Router, genau, der uns die Verbindung nach außen gibt für die Fernseher. Wir haben nämlich keine Satellitenschüssel am Dach mehr, sondern wir machen eigentlich alles jetzt per Streaming und funktioniert hervorragend. Ja, schöne Matratze, Lattenrost. Die Enkelkinder haben hier wunderbar geschlafen. Es gibt ja auch so eine Vorrichtung, dass man hier nicht rausfällt. Hier ist die Leiter. Auch für die älteren Herrschaften. Ja, also alles wunderbar. Ja, und dann haben wir noch vergessen zu sagen, dass wir hier auch noch im Eingangsbereich unter der Sitzbank eine Staubklappe haben. Und genauso ist es hier, dass man hier das Polster entfernt und hier die Klappe hoch und hat auch noch schön Stauraum. Und das ist der Zugang dann auch noch mal zur Aufbaubatterie. Genau. Ja, ich würde sagen, Schatzi, wir haben es jetzt soweit. Wir haben noch was vergessen. Hier unten am Boden haben wir noch ein paar. Mensch. Ja, genau. Die Klappe und hatten wir noch nicht gezeigt. Genau, stimmt. Können wir nochmal sehen, die Bodenklappen? Das hier ist eine Bodenklappe für die Verbindung vom Doppelboden. Kann man also von außen und von innen kann man seine Sachen verstauen oder rausholen. Mhm. Das ist die eine. So, und jetzt haben wir die. Und dann haben wir hier große, noch eine. Dann machen wir kurz den Sauberlauf auf Seite. Eine längere Klappe. Genau. Die hat keine Verbindung nach außen, aber da bekommt man auch noch eine Menge rein. Töpfe oder Putzmittel oder sonst was man halt nicht so alltäglich braucht. Also wunderbar. Genau. Ja. So, wenn wir dann alles aufgeräumt haben, dann gehe ich noch mal kurz übers Armaturenbrett. Ach Mensch, ja. Ja, kommen wir zum Schluss eigentlich mal zu dem Cockpit hier. Das ist ja alles aufgeräumt. Das ist ein Fiat Ducato 8 mit einem digitalen Armaturenbrett beziehungsweise digitale Anzeigen hier vorne drin. Kann man einige Sachen auslesen. Wenn der Motor dann läuft, starten die restlichen Zeiger, die werden so eingeblendet digital. Hier drüben haben wir ein Pioneer-Navigationsgerät. Das hier ist jetzt ein Auszug aus der Rückfahrkamera. Wie gesagt, also zum Einparken ist die hervorragend. Hier oben haben wir noch eine Halterung für uns angebaut. Da haben wir ein TomTom, weil wir mit der Navigation da nicht so ganz zufrieden sind. Aber da haben wir zwei verschiedene Quellen, auf die wir uns da verlassen können. Hier haben wir uns noch so ein kleines Gimmick angeschafft. Das ist für die Reifendruckkontrolle. Hier vorne haben wir dann unser Plissé. Das können wir von oben nach unten schieben, so wie man das sieht. Oder man kann alles so mit nach oben nehmen, mit nach oben ziehen. Hier drüben haben wir die Seitenverdunkelung, das läuft hier mit Magnet, macht eigentlich auch alles ganz schön dunkel. Ja, und ansonsten haben wir hier noch zusätzliche Sonnenblenden für den Fahrer alleine und der Beifahrer hat auch nochmal eine eigene Sonnenblende oder man kann dann eben das Plissé so klein wenig nach unten ziehen. In der Regel braucht man es eigentlich nicht. Ja, und was haben wir hier noch? Verschiedene Anschlüsse, also hier können wir Zentralverriegelung, hier haben wir eine Traktionskontrolle, die Traktion Plus, das heißt, das sperrt also dann die Vorderachse, wenn wir uns irgendwo festgefahren haben. Und das hier ist unser Geschwindigkeits-, so eine automatische Bremse beim Bergabfahren, damit der Motor nicht allzu hoch dreht. Hier oben haben wir eine automatische Klimaanlage. Über diese Klimaanlage wird dann auch über den Wärmetauscher die Heizkörper hinten im Wohnbereich mitgewärmt, auf Wunsch. Ja, ansonsten haben wir eigentlich im Großen und Ganzen hier ein schönes Multifunktionslenkrad. Hier können wir Telefon und die ganzen Einstellungen vom Lenkrad aus alles steuern. Auch die Lautstärke hier mit dran. Hupe ist ganz normal. Das kleine Ducato 8 Lenkrad liegt also sehr gut in der Hand. Die Servolenkung ist auch hervorragend steuerbar und gibt ein schönes Fahrgefühl raus auf die Straße. Hier oben haben wir noch ein kleines Fach. Haben wir da was drin? Unser Kleingeld für die Duschen, falls man was benötigt. Das ist gekühlt. Da kann man dann auch nochmal seine Dosen oder sonst irgendwas im Sommer reingeben. So, und hier oben ist das, geht das noch ab? Ja, das geht ab.
beginnt das. A few moments later. Jetzt haben wir es aufbekommen. Könnte man eigentlich hier noch ein Tablet, könnte man hier noch mit anbringen. Ja, würde funktionieren, aber haben wir nicht. Ach, hier an der Seite ist das. Zack, geht das mit auf. Aber hier haben wir unseren Halter für unsere 360-Grad-Kamera mit drauf gemacht. Ja, und dann hat das auch seinen Nutzen. Ja, so weit, so gut. Wir haben ja noch eine beheizbare Fußraummatte. Ja. Das ist aber jetzt ein gesondertes Winterpaket sozusagen, ne? Wird natürlich auch immer gern vergessen bei der Vorstellung. Ja, das ist gesondert, ist aber nur mit der Alde in Verbindung. Genau, ja. Genau. Mhm. Super, okay, dann kommen wir mal zum Fazit. Jupp. Ja, das war sie, unsere Roomtour. Noch ein paar Zahlen, noch ein paar Daten. Wir haben hier ein Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 4,4 Tonnen und ein Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs von 3,125 Tonnen. Also können wir knapp 1,3 können wir zuladen. Das ist auch zu schaffen. Ja, Fahrzeug ist also aus GFK, Dach, Boden, Wände, sollte eigentlich oder ist fast Standard heutzutage. Ja, ansonsten, was gibt es noch Großes zu sagen? Wir sind mega happy. Ja. Wir würden das Fahrzeug auch wieder kaufen. Auf alle Fälle. Die Verarbeitung ist top, die Qualität ist top. Also, um was nicht zu vergessen ist, glücklich. Die Betreuung durch unseren Händler ist top. Viele Grüße zu Sachsen-Karawan nach Döbeln. Wir sehen uns ja nächste Woche. Und ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, stellt sie unten in die Kommentare mit rein. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch unterhalten. Ja, und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Campingsaison 2024 und sagen, macht's gut. Nachbarn. Ciao.